Hallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Filmmäuse, zu Let's Play Costume Quest 2. So, was war hier drin? Du hast eine grüne Schlüsselkarte gefunden. Okay. Das können wir nicht kaputt machen, das können wir auch nicht kaputt machen. So. Ich weiß, die haben wirklich Durst. Was wir jetzt machen... Oh, wir haben schon eine Karte hier. Guck mal. Cool. Ach, da oben ist ein Brunnen. Okay. Was wir jetzt aber machen, wir nehmen die Halloween-Karten. Flächenschaden bei allen Angriffen. Ausgewählte Held ist zweimal dran, findet die Magiegriffe eine. Fantastische Angriffe, die Angriffe eines Feinden heilen statt Schaden. Ein Shell geschädigt sich durch seinen Angriff selbst. Ja. Okay, so, jetzt müssen wir einmal hier durch. Und ich glaube, wir können sogar an denen vorbei jetzt, weil wir sollten vielleicht nicht gerade kämpfen. Mal guck mal, da ist ein Brunnen. Und den Brunnen brauchen wir jetzt auch. So. Sonst wäre es nicht so gut geworden hier, ne? Überhaupt gar nicht gut. Ui. Es ist verschlossen. Ach, dazu brauchen wir bestimmt diese Karten. Ich denke mal, das ist lila. Da unten war blau. Okay. Gucken wir mal kurz auf der Karte hier. Da unten ist grün. Okay, also müssen wir nochmal runter für grün. Upsi, pupsi. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So und so. Denk schnell nach. Okay. So, jetzt haben wir einmal den Geist hier. Uch, die sehen so brutal aus. Okay, der Geist ist so gar nicht so gut. So. Und einmal den Kotzangriff. Oder sollten wir vielleicht den in der Mitte lieber attackieren mit dem hier? So. Zerstörungserklärung. Ich hoffe, das zerstört den gleich. Gucken wir mal, was er geschrieben hat. Deine Berechnungen sind falsch. Oh, das hat ihn zerstört. Das hat der... Das konnte der gar nicht. Das konnte der gar nicht, du. Okay, so. Und zack. Und zack. Tragische Magie. Oh Gott. Mensch steht in Flammen. Oh, das ist nicht so gut. Würde ich behaupten. Ganz spontan. So. Und so. Okay, Heidi, jetzt noch du. Du machst hier den meisten Schaden gegen diese Gegner. Uff. So, einmal hier den Kotzangriff. Und weg. Ich denke mal, ja, da müssen wir wieder kämpfen. Okay, guck mal. Siehst du, die verschwinden nämlich gar nicht. Das ist das Ding hier. Das habe ich schon mitbekommen. Die sind so die ganze Zeit über da. So, dann gehen wir mal hier hin. Und hier rein. Und ganz vorsichtig. Guck mal, da drüben waren wir schon. Denk schnell nach. Da kriegen wir wahrscheinlich nochmal eine Karte und dann nochmal eine Karte und dann nochmal eine Karte. Und dann so weiter und so fort. Bis wir die Uhr gefunden haben. Und dann im letzten Raum ist wahrscheinlich die Uhr. Denke ich mal. Ich denke mal, dass es so sein wird. Okay. Hierhin. Kotzangriff. Wie die denn angeguckt haben. So. Und so. Amazing. Und schwupp. Und schwupp. Und einmal geblockt. Dieses Mal wirklich. Spritzerchen. Das sieht aus, der in der Mitte sieht aus wie ein Zahnarzt. Okay, so. Hier, Trauerhusten.
Die macht nämlich am meisten Schaden. So, erstmal husten und dann sich übergeben, damit es uns dann besser geht. Das kommt davon, wenn man Milch und Früchte zusammen isst, ne? So. In der Mitte hier. Schreibfederangriff. Schwupp. Und schwupp. So. Das sollte jetzt sehr viel mehr Schaden machen. Oder ein bisschen mehr Schaden zumindest. Tragische Magie. Ach, nicht schon wieder. Hui. Ren steht in Flammen. Ja. Passiert im Gedränge. Reynold steht in Flammen. Okay, so. Jetzt sollte der aber weg sein. Genau. Ist er auch. So, wir müssen jetzt die Ren heilen. Ich glaube, die sollte dann auch nicht mehr brennen, wenn wir die geheilt haben. Hoffentlich. Ich denke. Also ich denke, hoffentlich. Nee, doch. Die steht leider immer noch in Flammen. Oh, der hat sich... der hat beide geheilt. Oh, was? Die haben sich komplett geheilt. Okay. So. Uff. Okay, der ist fast weg. Fortgeschrittener Chemiker kann keine Magie anwenden oder irgendwie sowas. Das war viel zu schnell. Ah ja, die Ren steht wieder in Flammen. So, Kotzangriff jetzt erstmal. Ups, da habe ich nicht gedrückt, das hat aber auch nichts gemacht. So, hier, Zerstörungserklärung, bevor hier noch jemand stirbt. Meine Füße stinken. Ih, deine Füße stinken. Oh, die hat's erwischt. Oh, und so erwischt's auch gleich. Das wäre nicht so günstig, ne? Das wäre überhaupt gar nicht günstig. So. Kotzangriff und weg. Da müssen wir unbedingt nochmal zum Brunnen gehen. Ansonsten wird das nichts. Aber bevor wir zum Brunnen gehen, so. Erstmal hier die Halloween-Karten auffüllen. Flächenschäden. Das klingt doch sehr gut. Was ist jetzt hier drin? Du hast eine orangefarbene Schlüsselkarte gefunden. So, jetzt einmal die Karte angucken. Okay. Ups, dann müssen wir hier hoch. So, jetzt einmal hier trinken. Okay, das ist orange. Oh, da sind zwei drin. Scheibenkleiste. Oder sein Hotdog-Kostüm. Guck mal. Denk schnell nach. Ich frage mich, was das Hotdog-Kostüm macht. Vielleicht spritzt das Senf überall. Weil das sah hier nicht so aus, als wäre da Ketchup drauf. Oder Mayo. Was habt ihr am liebsten mit eurem Hotdog? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Habt ihr am liebsten Senf, Mayo oder Ketchup? Oder vielleicht sogar Meerrettich oder was anderes. Okay, so. So. Und so. Da ist bald der Cheftechniker weg. Scheibengleis, der hat sich geheilt. Blocken. Okay, so. Toffee-Kristalle. So. Und so. Ich glaube, wir müssen hier zuerst auf die Heile gehen. Oh oh. Alter Schwede. Kotzangriff.
Ups, verpasst. Macht nichts. Und so. Weg ist er. Das war schon mal sehr gut. Uiuiuiui. Oh, wow. Das hat definitiv Schaden angerichtet. Trauerhusten, komm. Machen wir mal auf die Hayley. Die kann so gut Schaden gegen den anderen Heiler machen. Ich weiß nicht, warum das Husten heißt, wenn der sich eigentlich übergibt. Und der heilt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay, Kotzangriff. Aber jetzt ist er weg. Dachte ich mir schon. Garantiert weg. So. Und so. Und weg. Okay, bevor wir dann den anderen bekämpfen. Wobei, wir haben ja noch diese Karte, die uns dann heilt am Anfang. Aber wobei, ich denke schon, bevor wir den jetzt bekämpfen, gehen wir erstmal hier rüber. Guck mal, dann so. Genau. Nichts riskieren. Das ist das Motto. Er sieht uns nicht. Das Hotdog-Kostüm. Cool. Ach, okay. So. Guck. Dann machen wir das mal. Einen Heiler brauchen wir aber. Ach, macht nichts. Machen wir es einfach mal so und so. Haben wir jetzt zwar keinen Heiler, aber jo, ist ja okay. Aber wir wollen ja sehen, Moment, natürlich, wie sich das Hotdog-Outfit verwandelt. Denk schnell nach. So. Oh, wow, wir sind ein richtiger Hotdog. Oh mein Gott, wir sind ein hässlicher Hotdog. Ach, ich verstehe es. Wir sind so ein dreiköpfiger Hund. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein, denn wir können uns nicht heilen. Hier, Snack-Angriff. Ups, das habe ich verpasst. Das macht nichts. So, hier, eine Zerstörungserklärung bitte. Ich hoffe, das zerstört ihn, obwohl letztes Mal hat es ja nicht ganz ihn zerstört. Der Hotdog ist nicht vegan. Oh Gott, das hat den gleich mal... Das hat den wirklich geschockt. Okay, hier Trauerhusten auf den Hotdog. Die sehen aus wie so kleine Haifische. Ich weiß, das sollen kleine Geister sein, aber die sehen aus wie kleine Haifische, finde ich. Spritzerchen. Ups, ganz schnell geblockt. Amazing. Und nice. So. Ich frage mich, wie dann das Hotdog-Upgrade aussieht. So. Und so. Einmal ins Gesicht gekotzt. Oh, so. Oh Gott, der arme Reynold. Wir können es ja gar nicht heilen, ne? So. Und so. Okay, Reynold. Wir schaffen das hoffentlich noch. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Okay, anstatt den Geist, würde ich sagen, nehmen wir dann doch noch einen Heiler. Der heilt aber besser hier. So. Wir bleiben der Hotdog. Ich glaube, hier hat es keine Karte. Nee, hier hat es keine. Was ist das denn? Hotdog, nein. Das da ja und das da nein. Okay.
Jo, ich glaube, hier hat's keine Karte. Ich weiß nicht, wo wir die dann herbekommen. Oh. Ein riesiger Hotdog, meine Gebete sind erhört worden. Was? Hey, du bist kein leckerer Hotdog. Du bist ein widerlicher Eindringling. Oh, okay. Das habe ich jetzt nicht gewusst gehabt, dass das passiert. So. Wir haben wieder den Monty. Der war ein besserer Heiler. Der hielt auch. Der heilt doch. Hielt. Der heilt auch alle und nicht nur einen. So. Übergroße Kombo-Mahlzeit. Okay. Probieren wir das mal. Igitt, die trinken das? Oh. Bis sie sich übergeben dann halt, ne? Oh Gott, das war ja irgendwie komisch und eklig. Und so. Und so. Und weg ist er. So schnell geht's. Okay, dann. So, so und so. Das habe ich so vermisst in den anderen. Und hier ist die Uhr, guck mal. So. Das ist die zerbrochene Uhr zurückgeholt. Die Tür ist verschlossen, wir sind hier gefangen. Sie werden uns holen, wir müssen hier raus. Such nach einem Ausweg. Ich höre sie schon, Beeilung. Ich habe den Ausweg gefunden, guck mal. Aha. Gut, ihr seid okay. Habt ihr die Uhr gefunden? Ja, yep, wir haben sie gefunden. Ich hoffe, wir können sie reparieren. Es ist eigentlich nicht so schwierig, wenn man die Quantentheorie versteht und über grundlegende Kenntnisse des Uhrmacherhandwerks verfügt. Die Zeiger sind blockiert. Sie kann nur dasselbe Zeitloch von vorhin öffnen. Du meinst zu Bayou? Ich glaube schon, aber das hilft uns nicht weiter. Ja, es ist der Zeitpunkt, nachdem Dr. White den Talisman gestohlen hat. Und was jetzt? Entweder wir finden einen Weg, diese Zeiger in Gang zu setzen, oder wir brauchen den Talisman von Dr. White. Nun, seht euch um und versucht den Talisman zu finden. Ich arbeite weiter an der Uhr. Okay, wir sind gleich wieder da. So, wir gehen erstmal speichern hier. Wir gehen. Nein, warte, wir gehen erstmal zu Shady. Wir haben so viele Süßigkeiten. Wir gehen erst zu Shady, bevor wir irgendwas anderes machen. Shady. Ah, guck, Hotdog-Verbesserung. Wusste ich's doch. Filzquadrate. Grüne Geister sind noch gruseliger und erleiden schwere Schaden. Das kaufen wir. Befestige diese Filzquadrate an deinem Kostüm, um deinen Angriff mehr Beilagen zu verleihen. Okay. Okay, was wir jetzt machen, ist speichern. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr euren Hotdog am liebsten esst, falls ihr Hotdog essen tut, mit welcher Soße. Und für mich wäre das Ketchup übrigens. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.